zählen wir gleich wieder Zelda und ihr geiles Lied. Oder? Die ist sehr hübsch, die Süße. War da gerade eine kleinere Statue in der Hand von dieser Riesenstatue? Ich weiß es nicht, dass wir gleich nachschauen. Hey, du. Link, oh, schau mal, wie ist geil. Ein Jüngling geleitet von der Göttin wird Himmel und Erde verbinden und das Licht bringen. Guten Morgen, Link. Die ist ja echt süß. Hat dich mein Wolkenvogel etwa aufgeweckt, Link? Nein, du bist die eine. Ich hab so gehofft, dass du weiterliest. Unsere Verabredung, hattest du sie vergessen? Sieh doch, mein Kleid und dieses Instrument. Damit werde ich bei der Vogelreiterzeremonie die Göttin verkörpern. Link so, oh, geil, was ist denn da das? Wir wissen alle, wo der hinschaut, okay? Ja, die Haarfägel. Ich kann dein BH sehen. Toll, oder? Vor allem das Instrument. Man sagt, dass sie schon die legendäre Göttin so... Was? Dass schon die legendäre Göttin so eines spielte. Ich kann nicht lesen. Gut, wir sind zu zweit, die nicht lesen können. Sein Klang ist unvergleichlich. Vater hat mir gesagt, dass man es Lyra nennt. Sie kann sich einfach sogar Sachen merken. Und wie findest du mein Gewand? Den Schal dazu habe ich selbst gewebt. Ich kann den BH sehen. Aber sieht geil aus. Ich hatte richtig den Pedo-Blick drauf. Schau es dir an. Link, ist das so eine Bona in deiner Hose? Mit diesem Gewand und der Lyra verkörper ich die Göttin an. You said that. Ich wollte, dass du mich so siehst, Link. Das steht mir doch, oder? Nö. Ich kann ein BH sehen. Super sieht's aus. Meinst du das ernst? Vielen Dank, Link. Hohoho, ho, ho. Ich bin der Weihnachtsmann, Zelda. Bist du schon fertig mit den Vorbereitungen? Oh, Vater! Link ist ja auch schon da. Geil! Selbst so einer Langschläfer hast du es heute geschafft, pünktlich aufzustehen. Ey, danke, Zelda. Falls du bei der Vogelreiterzeremonie heute gewinnst, darfst du den Rest der Zeremonie gemeinsam mit Zelda abhalten, also streng dich an. Ah. Ja, so bitte krieg du mein Girl ab und nicht der andere Spaß da hinten. Wo wir von Anstrengen reden. Hör mal, Vater. Link hat in letzter Zeit er hat nicht wirklich viel für die Zeremonie geübt. Auch als er geflogen ist, hat er sich nicht wirklich angestrengt. Wenn er jetzt nicht sofort etwas macht, wird er ganz sicher verlieren. Judo. Hör dich nicht so auf, Liebes. Die Vogelreiterzeremonie prüft neben der Geschicklichkeit auch das Band zwischen Mensch und Tier. Es ist nicht einfach, sie zu gewinnen. Sicherlich ist Link nicht gerade der fleißigste Schüler. Relatable. Ihr kennt euch bereits seit frühester Kindheit. Also, weißt du, Link und sein Vogel haben eine besondere Beziehung, wenn du weißt, was ich meine. Es ist nicht sehr gesund und ich würde auch Leuten davon abraten, es zu machen. Aber Link und sein Vogel, die sind schon geil aufeinander. Ah, was ist mit dir? Jeder Bewohner des Wolkenhorts hat seinen eigenen Vogel. Ja, ich habe auch einen Vogel, das glaube ich mal. Es ist die Göttin selbst, die jedem uns einen Schutzvogel zur Seite stellt. Scheiße, ich habe das Teil auseinanderbaut. Zerstört einfach die Wolken. Denn das ist die Aufgabe des Wolkenvogels. Er schützt uns vor unserem eigenen Vogel. Das ist einfach zerstört. Ach ja, ich hab's geschafft. Kompletter Idiot. Jeder von uns trifft in jungen Jahren hier von der Statue der Göttin seinen Vogel zusammen. Natürlich war das auch bei euch so. Sein Blick ist einfach richtig mad. Was ist
ist mit ihm. Wenn hat er Jahre nicht geschlafen oder ist irgendein Dämon in ihm drin, schau ihn mal an. Der Wolkenvogel, der Link zur Seite gestellt wurde, ist besonders. Er ist kaminrot. Es war noch ein Rot hervorgehoben. Wichtig, Leute, der Kaminrote ist es nicht im Blauen. So selten, dass wir seine Art für ausgestorben hielten. Link, du bist mit deinem Vogel schicksalhaft verbunden. Erinnerst du dich, Liebes? Damals, gleich als Link seine Wolkenvögel sich trafen, sie schwebten durch die Lüfte, als wenn sie sich schon seit Ewigkeiten kennen, ganz ohne Übung. Mühelos. Ich weiß noch genau, wie eifersüchtig du damals warst. Oh, Papa, erzähl doch nicht sowas. Genau. Link denkt sich, oh, davor, oben, ich glaube, ich habe ein Schmetterling gesehen. Ist ja auch kein Wunder, dass man Link um seine Beziehung zu seinem Wolkenvogel beneidet. Die Menschen haben den Hang, all denen, die irgendwie besonders sind, mit Missgunst zu begegnen. Hat gerade Missgeburt gelesen. Ja, mit Missgeburten begegne ich Leuten auch immer. Du nimmst das leicht. Ja, hier. Oh. Die war mit Essen beschäftigt. Du nimmst das zu leicht, Vater. Du weißt doch, dass die Vogelreiterzeremonie auch eine Prüfung der Ritterschule ist. Wer sich bei der Vogelreiterzeremonie nicht richtig anstrengt, wird keinen guten Namen erhalten. Wird keine guten Noten erhalten. Noten. Ja, wenn du so schnell wegmachst. Und im schlimmsten Fall wird Link, wird er kein Ritter werden. Für was braucht man da eigentlich Ritter? Also mal Real Talk. Die haben nur diese eine Insel in der Luft. Für was brauchst du auf dieser Insel Ritter? Ist ja schon gut, Liebes. Jetzt reg dich doch mal nicht so auf, du. Immer wenn es um Link geht, bist du so geil. Hey! Link, komm schon, lass uns üben gehen, zumindest ein wenig. Jetzt komm schon so, hier. Was machst du denn? Ja, was machst du denn, Alter? Auf geht's! Auf geht's, spring von der Plattform und ruf deinen Vogel wie immer. Die Zeremonie wird bald beginnen, dann musst du in Form sein. Wie? Was sagst du da? Du kannst deinen Wolkenvogel nicht spüren? Sag doch sowas nicht. Du willst dich doch nur davor drücken. Jetzt komm schon, du musst etwas üben. Tu es für mich. Bis gleich! Just du Penner. Sie killt ihn einfach. Also der Vater hat bestimmt eine gute Aussicht gehabt. Geil. Hier die auch gern. Seht einfach Idiot, stößt ihn erstmal in den Tod, um ihn dann wieder zu retten. Ich frag mich, was mit deinem Wolkenvogel los ist. Dass ein Wolkenvogel dem Ruf seines Herrn nicht folgt. Kannst du deinen Wolkenvogel noch immer nicht fühlen, Link? Die Vogelreiterzeremonie wird gleich beginnen. Was machen wir jetzt nur? Link, du hast also vorhin die Wahrheit gesagt. Es tut mir leid. Ich muss mich nun erstmal um meinen eigenen Vogel kümmern. Du solltest in der Zwischenzeit nach deinem Wolkenvogel suchen. Boah, ich habe das Glas frei jetzt schon halb leer gemacht, gell? Passiert. Ich sollte aufhören. Oh, es ist schon so spät. Die Vogelreiterzeremonie, die immer noch stark rausstechend vorgehoben ist, weil, falls du es noch nicht weißt, dass heute wirklich die Vogelreiterzeremonie ist, wird heute von
dieses Jahr von Meister Titor geleitet. Von Legolas. Stimmt. Kannst du bitte zu Legolas gehen und dich mit ihm beratschlagen? Aber der sieht auch ein bisschen aus wie Legolas, der Spaß. Vater, selbst wenn er zu Meister Legolas geht, wird er sich doch an den Schuldirektor wenden. Und das bist du. Stimmt. Du bist wahrlich meine Tochter. Dann werde ich eben mit ihm reden. Link, sag doch bitte Tudor, dass er in mein Büro kommen soll. Legolas. Stimmt. Oh, hast du hier irgendwo was zum Trinken? Ich hab Durst. Ja, danke schön. Alter, der Fohl, der ist einfach tot. Selber schuld, Seda, wenn du mich in den Tod stürzt. Legolas. Jo. Vogelfrei. Scheiße, ich muss lesen. Ah, ich lese bei meinem Kopf. Also Link, du bist ja jetzt vogelfrei. Verzeihung. Ich bin wirklich witzig. Ich, also Legolas, der Direktor ruft also nach mir. Nun gut, ich bin ja schließlich noch ein Gefallen schuldig. Also, wenn du verstehst, was ich meine. Mach dir keine Sorgen um die Zeremonie, du bist einfach dein Vogel. Gönn dir. Warte, wer stand da gerade an der Tür? Oh, die Geile. Ja. Eigentlich ist das Aufschließen der Tür nicht meine Aufgabe und trotzdem habe ich mich überreden lassen. Was ist mit dir, Link? Du siehst unruhig aus. Das kann auch nicht sein. Dein Wolkenvogel ist verschwunden. Ja, bist du ein Depp. Ich bin halt einfach so blöd, den Vogel zu finden. Ich habe nichts mitbekommen. Coco weiß über die Vögel am besten Bescheid. Ich habe ihn unter... Oh, ich kann nicht lesen. Unten gesehen. Aber mit dem habe ich doch gerade schon geredet. Das ist der Hufflepuff. Der Geile. Räderschule. Oh, kann man hier auch pissen gehen? Geil. Ist ja arschkaltes Pisswasser. Warte mal, geh mal zurück. Wie hängt bitte schön an dieser Wand? Dreh dich nach links. Hängt dieses Badedingens schief? Du meinst diese Bürste? Ja. Die hängt doch so. Ja? Nicht so. Ja, passiert. Ja, passiert. Die hat halt einen merkwürdigen Schwerpunkt, du. Ist halt eine sehr leichte Bürste. Ist mir noch nie aufgefallen. Und es sind sehr leichte Brüste. Vielleicht. Ah, was ist mit mir? Es ist nicht mal spät. Nee, es ist... Ich bin aber nur dämlich. Hier, schau, da ist der Hufflepuff. Muskel. Ah, was machst du hier? Dein Vogel ist nicht gekommen oder was? Was ist mit dir? Ich habe schon viel gehört, aber das ist ja unmöglich. Mach dir keine Sorgen. Wir werden einen Weg finden. Das wird schon. Aber es wird schon noch ein bisschen dauern. Hör dich doch mal auf dem Laufplatz um, Bruder. Alter, Meister Otto. Wer ist denn der? Der Otto. Otus. Ist mir egal. Die Runa. War das die Olle gerade vorhin? Das kann sein. Oh, der Legolas. Wie die alle absperren. Seda! Scheiße. Verdammt. Da denkt man, man kann endlich mal unten gestört stalken.
Und dann sowas. Eine Enttäuschung. Als müsste der Typ fertig sein mit Tür richten. Nee. Der Bardo? Warte. Ich bin gerade verwirrt. Ich dachte, er ist Gru. Dachte ich auch. Er dachte Gru. Nein, der heißt Gru. Bardo ist nicht der. Wer ist Bardo? Nee, ich will es nur mal vorher. Scheiß auf Bardo. Okay, also außen rumlaufen. Ätzend. Also wenn der jetzt echt Bardo heißt, dann ist es der Fail des Jahrtausends. Der heißt nicht Bardo? Bin mir eigentlich auch sicher, dass der nicht Bardo heißt. Wie komme ich hier wieder weg? Da rechts. Wo? Da. Hier. Du hast hier ist ja wirklich ein Weg. Ah, da bin ich jetzt. Ah, hier ist jetzt offen. Ah, okay. Immer noch kein Netz. Hallo? Kind? Kind, ist irgendwas falsch bei dir? Bist du behindert? Das bin ich. Ah, kannst du bitte den Baum da, deinen Kopf gegen den Baum hauen? Beweg dazu den Nunchuck-Rotgartig. Dann kannst du deinen Kopf einfach dagegen hauen. Das klingt doch geil, oder? Danach war schon ein bisschen deppert, aber ganz normal. Ja, mein Hirschkäfer. Halt! Geil. Ja, Geld auch noch. Opfer. Danke, dass ihr dieses nice Video bis zum Ende angeschaut habt. Dafür kriegt ihr jetzt als Belohnung hier meinen Kanal zum Abonnieren und ein nices anderes Video, das ihr schauen könntet, wenn ihr nur wolltet. In ein paar Tagen oder einer Woche, ich weiß noch nicht genau, wie ich das mache, gibt es den nächsten Teil von diesem nice Let's Play. Seid gespannt, wie es weitergeht. Wird lit.